Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Project Zomboid, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch gerade eben dabei zu versuchen, das Gefängnis auszuräumen. Und befinden uns immer noch mitten in der absoluten Gefahrenzone. Aber so langsam aber sicher, glaube ich, werden wir der Sache Herr. Zumindest habe ich ein gutes Gefühl dabei. So, die fighten wir nämlich jetzt genau hier off. Überrascht, wie weit die Waffe schießen kann. Das muss irgendwas auch mit diesen Mods zu tun haben, die ich installiert habe. Ja, ich trommel sie mal hier gerade eben nochmal in die Richtung zusammen. Na toll. Ich glaube, jetzt muss ich mal ein bisschen Messerarbeit jetzt hier starten. Das geht jetzt schneller. Dieser Miesling, ey. So, okay. Und dich noch. Da kommen immer noch ein paar nach. Okay. Der Schuss hat sich in meinen Augen auf jeden Fall nochmal gelohnt. Da kommen immer noch welche nach. Ja, das wird wahrscheinlich so schnell jetzt hier nicht enden, dieser kleine Fluss an Zombos. Also gut. Und jetzt nochmal Messerarbeit, ne? Zwei Stück, drei Stück sehe ich noch hier durch die Gegend schleichen. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir jetzt gerade eben ausgeschaltet haben, aber es waren eine Menge. So, und jetzt fahren wir auch mal... Was war das denn? Also da drüben kommt nochmal einer an, ne? Ich muss mit dem Auto jetzt hier gleich auch nochmal näher reinfahren. Damit ich es nicht so weit habe mit dem Tragen. Das wäre ja ansonsten zu gefährlich. So, den haben wir auch. Das lief ganz gut. Also gut. Wie viel Munition haben wir jetzt eigentlich noch? Noch 22. Also wie gesagt, da müssen wir rein. Da ist das, was ich haben will. Die Tür wurde schon eingerammt. Das macht es uns leichter. Ich weiß, dass ich jetzt nach oben muss. Irgendwo geht es nach oben. Ich muss gerade bloß rauskriegen, wo. Könnte es das hier sein? Ich glaube ja. Ich glaube, das hier ist der Raum. Ja, das ist er. Da wollten wir hin. Na also. Das ging leichter als gedacht. Da ist nichts drin, okay. Hier ist noch ein bisschen mehr Munition. Nylon. Reduziertes Gewicht. Ich nehme das auch nochmal mit. Ich weiß nicht, ob man es braucht, aber ich nehme es nochmal mit. Was ist denn das hier? Kann montiert werden für eine Schrotflinte. Schaftkappe. Okay, ich weiß nicht, was das bringt, aber ich nehme es noch mit. Oh, eine Submachine Gun. Nehmen wir auch mal mit. Noch eine Submachine Gun. Also, die haben diverseste MP5-Sachen jetzt hier. Ist da noch irgendwas Brauchbares drin? Polizei-Deputy-Jacke. Sheriff-Patrol irgendwas.
Also da ist nichts drin, aber hier hat es nochmal einiges an Munition. So viel bloß, dass ich auch nochmal ein bisschen mehr Schrotflinten-Munition finde, weil die kann ich echt gebrauchen. Nochmal eine Militärration. Ja, und viel mehr werden wir hier nicht rauskitzeln. Warte mal, hier nehme ich nochmal die Waffe Munition raus. Aus der Knarre. Genau, hier, du kommst hier wieder rein. Dann ist da nochmal eine, die ein bisschen Munition hat. Und wieder rein. Sauber. Und jetzt habe ich noch diese drei Dinger hier. Ja. Es ist nicht das, was ich mir wünschen würde, aber besser als nix. Mini-Rifle. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich nehme es mal mit. Weiß es wirklich nicht. Ah, und wenigstens mal ein bisschen Schrot. Okay, also wir haben alles genommen, was die hier haben. Mehr Waffen haben die nicht. Die bringen wir schnell zu unserem Auto. Und damit haben wir unsere Aufgabe hier erfüllt. Hier müssen wir jetzt auch nicht länger bleiben. Ne? Also ich habe das Gefängnis schon mal geklärt. Das hat nicht noch mehr Waffen. Das kann ich euch versichern. Es hat nicht noch mehr. Ich habe früher mal gedacht, dass ich es woanders noch mehr finden kann. Aber nein. Da gibt es nicht mehr. So, was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Dann tue ich, wie gesagt, diese Magazine da drauf. Die Submachine Guns. Oh, ist voll. Ich brauche irgendwann mal einen, der mehr Platz hat. Ich sag's euch, ich brauche echt mal einen, der mehr Platz hat. So, ich tue die Submachine Guns da drauf. Ich muss die jetzt hier nicht auch die ganze Zeit noch hier mit mir rumschleppen. Wobei, auf der anderen Seite, vergesst es, brauchen wir alles gar nicht. So, damit sind wir mit Rosewood fertig. Tatsächlich hätten auch noch deutlich mehr Zombos kommen können, aber ihr seht, wir haben Glück gehabt, dass die das alles hier nicht gehört haben und dass ich halt das alles dann doch noch in einem relativ engen Rahmen bewegen konnte, hat uns halt auch noch ein Stückchen weiter geholfen. Was ist denn der dabei? Was ist das? Eine Angel oder was ist das? Ich weiß es nicht. Ich vermute nur, dass es eine Angel ist. Ich weiß es nicht, ob es eine Angel ist. Wie dem auch sei, jetzt fahren wir erstmal wieder zurück. Ja, die Polizisten können mir auch egal sein. Die werden nicht so viel Zeug dabei haben. Das Einzige, was noch interessant wäre, wäre zu schauen, ob da hinten noch Polizeiautos stehen. In denen kann auch noch was sein. Ja, in dem da zum Beispiel. Ist die Karre offen? Tatsache, die Karre ist offen. Hier ist nichts, aber gerne im Kofferraum mal. Aha, sag ich doch. Und hier ist sogar nochmal ein Magazin bei. Geil. Aber es war halt leider nur ein Polizeiauto hier. Hui. Okay, dann können wir wieder zurückfahren jetzt wirklich. Jetzt gibt es für uns wirklich so gut wie keinen Grund mehr hierher zu kommen. Mit Ausnahme, falls es jetzt hier kurz mal möglich wäre. Aber nee, wir sind zu schwer beladen.
Wären wir nicht so schwer beladen, würde ich ernsthaft darüber nachdenken, hier in den Book Naked nochmal reinzugehen, aber ihr seht, es ist einfach ein bisschen viel los heute. Muss wohl Schlussverkauf sein. Okidoki. Tja, dann sagen wir mal auf Wiedersehen zu Rosewood, ne? Also das heißt nicht, dass wir nie wieder hier vorbeifahren werden, aber wir werden wahrscheinlich nicht mehr nach Rosewood reinfahren müssen. Was ja auch schon mal ein guter Schritt nach vorne ist. Jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt hier wegkommen. Hochkonzentriert. Durch die Zombie-Horden jetzt hier pesen. Dass sie uns hier nicht erreichen und auch nicht unser Auto kaputt machen. Ich muss echt gucken, dass ich noch ein besseres Auto herbekomme. Ne? Der hat leider nicht so viel Ladekapazitäten, wie ich es mir wünschen würde. Wir werden da... Oh je, das war knapp. Wir werden da wirklich nach Ersatz gucken müssen. Aber ich denke, das ist kein Problem. Auch in unserem Ivory-Städtchen, da dürfte es genügend Zeug geben. Genügend Autos. Ich muss mich nur umsehen. Den gelben da, den habe ich mir gemerkt. In seinem Hazard-Vollschutzanzug. Hat ihm ja voll was gebracht. Gibt auch in gewissem Maßen so Left 4 Dead-Flashbacks für mich, wie ich finde. Denn da gab es über Left 4 Dead, falls ihr das jemals gespielt habt, vor 15, 20 Jahren. Da gab es ja auch dann diese ganzen Hazard-Schutzanzug-Zombos. Ah, scheiße. Ich bin gerade eben wieder ziemlich Larifari am Fahren, ne? Ich merke es selber. Ich will eigentlich nur zurück. Dann neige ich dazu, schneller zu fahren, als es gut ist. Da den Viechern hier auf der Straße. Eieieiei. Ah! Okay, okay. Hier ist auch die Stelle, wo wir jetzt abzweigen werden. Das ist ein guter Hinweis, diese Position. Ich stelle mir gerade eben vor, man könnte aus diesem Spiel auch so eine Art Autorennen machen. So dahingehend, ne, du musst sozusagen einmal um die großen Highways rumpesen. Und das auf Zeit. Bekommst du für ein vollwertiges Auto und wenn du halt so viele Zombies rammst, dann kann es sein, dass die Karre halt nicht nur stehen bleibt. Sie kann auch einfach nur langsamer werden, ne, aber im schlimmsten Fall sorgst du halt dafür, dass sie komplett kaputt geht. Aber das wäre mal auch ein interessantes Konzept für ein Autorennen, oder? Das Project Zomboid, keine Ahnung. Der Grand Prix von Project Zomboid. Ah! Und dann können auch solche Sachen passieren, wie gerade eben. Ich habe gerade einen Wheelie gemacht, unabsichtlich. Also ich habe schon gemerkt, diese Karre neigt ein bisschen zu solchen Aktionen. Das tut nicht jede. Kann vielleicht an der hohen Aufhängung liegen? Ich bin mir nicht sicher. Ich vermute es nur. Weil wenn ich ein bisschen flacher bin, also bei anderen Autos habe ich das bis jetzt noch nicht so wirklich erlebt. Ich fahre jetzt auch nicht gerade eben wirklich wie die gesenkte Sau durch die Gegend, ne? Okay. Da ist wieder ein Zombo. Und da ist der Unfall. Sehr gut. Das war aber auch, glaube ich, der letzte. Also wir rauchen jetzt gerade eben nochmal ein. Weil wir sind schon fast zu Hause. Also auf jeden Fall haben wir einiges an Munition jetzt hier gerade eben wieder wettgemacht. Das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Auch wenn wir hauptsächlich Schrot verloren haben, aber unser Skill ist jetzt, glaube ich, bei 4.
Zielen. Ich gehe davon aus, dass wir so langsam aber sicher dazu in der Lage sein dürften, auch mit anderen Schusswaffen umzugehen. Zumindest können wir damit jetzt endgültig anfangen, auch mit Handfeuerwaffen um uns zu hauen. So, dann sind wir wieder da. Ausgezeichnet. Jetzt hoffe ich bloß, dass das Spiel nicht auf die bescheuerte Idee gekommen ist, jetzt hier Respawn zu veranstalten, nur weil ich jetzt eine Nacht weg war. Zutrauen tue ich dem Spiel ja alles. Halt, Moment. Ne, ich hab's abgebrochen gehabt, sehr gut. Also, wir nehmen all das hier und nehmen es mal mit hoch. Aber wieder mal die 308er, von denen haben wir sau viel. Und ein bisschen Schrot haben wir dann doch wieder zurück. Kann es sein, dass wir beim Schrot sogar 0 auf 0 rausgekommen sind? Das wäre natürlich der absolute Idealausgang. Gut. Dann mal hochgeklettert. Flupp. Ich höre was. Es ist definitiv jemand in der Anlage. Ich sag's euch, definitiv. 100%ig ist hier jemand in der Anlage. Okay, warte mal, kann ich das jetzt hier irgendwie... Nee. Anziehen. Ah. Interessant. Ja, ich konnte ihr tatsächlich ein Munitionsband anziehen. Spannend. Gun Clean Kit tue ich auch nochmal auf dem Boden, genauso wie auch hier diese G17 Magazine. Die Magazine hier. Warte mal. Ich dachte gerade eben, vielleicht kann ich die hier noch an die Belts ranmachen. Nee, kann ich aber auch nicht. Okay, okay, okay. Ich habe immer den Lötkolben dabei, hier diesen Nylon-Sling. Der ist ja nur zu. Dann habe ich noch mal ein bisschen Munition. Ich habe noch mehr Munition hier. Also ihr seht, 9mm habe ich inzwischen jetzt wirklich sehr, sehr viel. Genauso wie auch die 308er. Ich muss mal gucken, ob ich die 9mm nur für die Pistolen benutzen kann. Oder ob sie mit diesen Mods, die ich habe, vielleicht auch für andere Waffen gehen. Das hier kann man... Ja, das kommt auch erstmal raus. Das hier kommt auch mal auf den Boden. Okay, ich bin jetzt im Grunde eigentlich schon müde. Wir werden noch mehr Schrotflintenruns machen, Leute. Aber fürs Erste will ich erstmal gucken. Wo habe ich den Zombie gehört? Ich weiß, dass ich keinen gehört habe. Drin ist er nicht. Ich hab doch was gehört. Wo ist der? Ich bin mir sicher, ihr hört das auch. Sein. Aber es war eher rechts. Also hier. Ist vielleicht in einem Baum oder so? Ich höre mal auf zu schleichen.
Könnte ja auch dahinter sein, ne? Jetzt höre ich es nicht mehr. Doch, jetzt höre ich es wieder. Oder ist das gar kein Zombie und es ist ein Tier? Ich bin mir gerade eben nicht sicher, ne? Ich will mich aber sicher fühlen und deswegen muss ich der Sache jetzt kurz auf den Grund gehen. Wir gehen einfach mal ganz, ganz kurz hier um die Ecke und schauen. Nee, da ist niemand. Okay, vielleicht habe ich nur Gespenster gehört. Das kann natürlich gut sein. Aber besser einmal mehr nachgeguckt als einmal zu wenig, ne? Also gut, das heißt, Bufo kann sich jetzt hier erstmal gleich wieder was Leckeres zum Essen machen. Wir schauen natürlich nochmal ganz, ganz kurz nach unserem Gewächsen, die wir jetzt hier am Starte haben. Immer noch junger Kohl, junge Tomaten, junge Radieschen und hier hatten wir noch, Moment... Erdbeeren. Moment. Gras entfernen, aber weg mit. Runter von meinem Gewächsen. Boah, ey. Ich habe mich gerade voll verjagt wegen der Kuh. Ich habe mich gerade so verjagt. Oh, Mann. Okay, okay, okay. Also gut, also gut, also gut, also gut. Wir machen uns wieder eine Pfanne, oder? Oder kann ich eine Pfanne damit machen? Mit den Sachen, die ich jetzt hier habe? Ich schau mal. Pfannengericht, Kartoffel und Dörrfleisch ist nun möglich. Was ist, wenn ich jetzt einen Topf hole? Ich hole mal einen Topf, nehmen. Kochtopf mit Wasser, verunreinigt. So. Dann schauen wir mal. Also, was kann ich da reinhauen? Ich kann eine Bohnensuppe machen. Ja, komm, wir nehmen getrocknete weiße Bohnen auf jeden Fall mal mit rein. Dann hauen wir Spalterbsen mit rein. So, dann hauen wir Kartoffeln rein. Dann möchte ich gerne getrocknete schwarze Bohnen reinhauen. Das wird ein ordentlicher Bohneneintopf. Dann möchte ich... Oh, ein bisschen Bier. Ja, komm. Dann ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Ich tue schon mal ein bisschen Gewürze rein, ne? Tomatenmark. Salz. Bisschen Butter. Davon haben wir wirklich zuhauf. Schinkenscheiben natürlich. Pflanzenöl. Und Gemüsebrühe. Ja, mehr ist nicht drin. So, dann kochen wir mal. Also ihr seht, das Ding wird auf jeden Fall reinhauen. Und das kann ich jetzt auf jeden Fall gleich wieder portionieren. Die Unglücklichkeit wird auf jeden Fall krass durch das Zeug hier runtergehen. Ah, die Portion braucht länger, so wie es aussieht, aber soll mir recht sein. Okay, also 70. Wo sind die beiden Tellerportionen? Moment, Moment, Moment. Oben wäre noch Dörrfleisch gewesen, aber ich glaube, das ging da auch einfach nicht rein. Wo sind denn die
Tellerchen hier. Da, beide Schüsseln. Also zwei Schüsseln mit Suppe zubereiten. Und damit ist der Kochtopf leer wieder. Den kann ich wieder draußen hinstellen. Ich packe dann jetzt eine der gekochten Suppen da rein. Und das ist jetzt hier unser Abendessen. Mmh. Unglücklichkeit, Langeweile, Durst, geht alles runter. Genauso wie auch der Hunger. Ausgezeichnet. Dann räume ich das jetzt hier direkt schon wieder auf. Die Schüssel, genau, tu den Topf wieder draußen hinstellen. Damit wir wieder ein bisschen Wasser bekommen. So, wir platzieren dich. Sehr schön. Wir sind müde und leicht angeschlagen. Kann ich eigentlich noch Wasser rausnehmen oder habe ich das schon verbraucht? Das Wasser habe ich wohl schon verbraucht. Ich gehe gerade eben nochmal nach unten. Fülle nochmal meine Wasseroptionen auf. So, meine Wasserflasche ist jetzt hier gefüllt. So, ihr seht übrigens, beim Schießen sind wir jetzt schon auf dem Weg zu Stufe 5. Ein Drittel zu Stufe 5 haben wir auch schon geschafft. Wir sind nur langsamer, wir sind nicht dazu in der Lage, es nicht zu schaffen. Okay, Bufolein. Jetzt werden wir mal wieder ein bisschen trainieren. Schwing die Hüften. Tu dein Ding. Jetzt geht's los. Und wir freuen uns darauf, dass wir wahrscheinlich in wenigen Tagen Stärke 7 haben. Komm schon. 56.000 ist in Reichweite. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Wir schaffen es nicht ganz. Okay. Dann hinlegen. Und schlafen. So, dann können wir uns schon mal überlegen, was wir dann beim nächsten Mal im Grunde machen werden, ne? Bin ich ernsthaft im Überlegen? So, 7 Uhr morgens. Was könnten wir denn als nächstes machen? Ich meine, wenn wir einen wirklich radikalen Gunrun machen wollen und versuchen wollen, hier die Polizeistation freizuräumen, aber ich meine, das hier ist halt super gefährlich, ne? Also ich meine, man kann das machen, aber das ist halt ein ganz anderes Kaliber als Rosewood. Was man auch machen kann, was absolut lebensgefährlich ist, ist hier diese Militärdinger hier, diese Häuser hier, diese Wolkenkratzer sollen wohl ziemlich cool sein. Habe ich mich noch nie reingetraut, sage ich direkt, weil, naja, diese Siedlung hier ist halt einfach brandgefährlich, ne? Aber wir werden irgendwas in diese Richtung tun müssen. So sehe ich das. Komm, Bufo. Nochmal die Hüften schwingen. Warum nicht? Direkt am Morgen. Dann schaffen wir es vielleicht sogar noch heute, also nicht in dieser Folge, aber an diesem heutigen Tage hier unsere Moment, wir sitzen uns hin. Unser Training auf die nächste Stufe hinzubekommen. Komm, wir machen mal wieder so einen Trainingstag. Mal wieder so einen richtig schönen Trainingstag jetzt hier. So, nochmal trainieren. Weil, wie gesagt, also das schaffen wir noch in dieser Folge. Wir sind so kurz davon entfernt. Das kann uns jetzt nicht aufhalten. Ja, noch eine Trainingssession. Nicht mal mehr eine ganze. So, und wieder ausruhen. Und genug ausgeruht. Und das letzte Mal. Und da passiert's gleich. Und zack, Stärke 7 ist erreicht. Und wir sind auch schon auf einem ganz, ganz guten Weg zu Fitness 7. Es kostet 90.000. Okay, das ist schon krass. Aber es ist nicht so exponentiell, wie ich es befürchtet hatte, Freunde. Das ist also durchaus machbar, da noch hochzukommen.
Gut, ich weiß nicht, was auf den letzten beiden Stufen passiert, ne? Da kann natürlich noch einiges passieren. Ich bedanke mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Adieu.